Gott, ich bin's wieder. Ich habe ein paar Ausschnitte gefilmt, wie ich die pottet habe. Hier seht ihr das. Also diese Z-Paletten habt ihr, glaube ich, eben in meinem Haul gesehen. Und ich bin noch ganz vernebelt von dem Kleber. Das ist auch der Grund, warum ich so viel Scheiße laber. Ich habe ein paar Lidschatten zu viel, glaube ich, gepottet. Hier habt ihr meine Palette und der Catrice Lidschatten geht flöten, du Sau, du. Also vorsichtig, wenn nicht, dass einer rausfliegt. Ich bin nicht so ein Catrice Lidschatten-Fan, aber hier oben ist die ganze Reihe voll. Ja, und ein paar gebackene habe ich auch noch. Also, da ist... Oh ja. Da sind P2. Hier, die Reihe lang. Dann habt ihr da noch zwei P2 Lidschatten. Und na, in der Mitte, also diese Reihe da, sind drei Essenz-Lidschatten. Ja, ich kann nicht sitzen. So, ich nehme mal einen hinaus, um euch etwas zu zeigen. Liebe Suri, ich habe alle Magnete verbraucht. Katastrophal und ich bin noch nicht mal mit dem Depotten fertig. So, also hier habt ihr den Lidschatten. Das ist ein richtig großer Lidschatten. Also das war von einer P2-LE. Hier habt ihr dann den Sticker drauf von dem Pöttchen. Ihr wisst schon mit dem Namen und dann habt ihr den Magneten. Und ich habe von allen den Sticker runterbekommen. Außer von einem und das ist der. Da sieht man sie. Das ist Tinker Stress von Essence. Jeder kennt den Lidschatten und es ist auch eine coole drinnen. Ich bin echt begeistert von den Paletten. Die Farbzusammenstellung in der Palette gefällt mir auch sehr gut. Ich war ja so heikel auf diesen P2 Lidschatten, also alle, die ich eigentlich da drin habe, gibt es nicht mehr bei der WLE. Man sieht auch, dass der total zerbrochen ist. Aber den habe ich wirklich schwer aus dem Pöttchen bekommen. Da habe ich mich auch zweimal verbrannt. Das hat total weh dann. Ich hasse meine Haare. Ich wollte nämlich unbedingt die Lidschatten depotten, weil ich mehr Platz brauche in meiner Sammlung. Also das... Eben gerade weil ich jetzt auch die Paletten habe, brauche ich ja dann mehr Platz. Also die ist noch halb... Ich weiß schon, noch nicht ganz voll. Das sind auch... Essenz-Lidschatten. Der ist auch ein Essenz-Lidschatten. Da riecht es nach Kleber da drin. Der ist von Basic. Der ist von einer Marke, die gab es mal beim Beeper Casual oder so heißt die. Ich weiß aber jetzt nicht. Und das sind auch zwei Catrice-Lidschatten aus einer LE. Die sind ein bisschen groß, deswegen passen die da nicht rein. Das ist ein Nivea... Mama, da sind wir... Nein, okay. Das ist ein Nivea-Lidschatten. Das habe ich auch gefilmt, wie er kaputt gegangen ist. Also ein bisschen halt. Das ist so ein Newton. Also, so sieht das komplett aus. Ihr habt das auch im Abspann vorher gesehen, weil ich habe ein bisschen was gefilmt davon. Bleibt mal dran und guckt euch das weiter an. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter, weil das mit der Kerze ist richtig leichter als mit dem Glätter. Also da verbrennt man sich wirklich. Mit der Kerze verbrennt man sich nicht so schlimm. Okay, ich wünsche euch noch viel Spaß und ich hoffe, das Video gefällt euch. Bye! Oh, nix bye. Bleibt dran und schaut das Video. Ich versuche jetzt mal diese Lidschatten zu depotten. Ich habe schon ganz schön Schiss, muss ich ehrlich zugeben. Und eine, ich glaube Luxon 23, nein, Blödsinn. Auf jeden Fall Luxon, ich verlinke sie unten in der Infobox. Wollte, glaube ich, dass ich weiß nicht, ob das jetzt sie war, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber irgendeine YouTuberin hat gefragt, ob ich das filmen könnte. Und ich probiere es mal. Meine Schwester hat mir vorgestern einen Link geschickt. Mit einem Trick mit einer Kerze und das probiere ich. Ich habe wirklich panische Angst, dass ich das vergeige. Aber wir werden ja sehen, was dabei rauskommt. Ja, ich hoffe, ich halte ruhig. Kerze brennt und hier habe ich noch ein Tuch hingelegt und so ein Endchen drauf. Sehr interessant. Da sind sogar Kuchen abgebildet, auch sehr interessant, oder? Und von P2 eine Pinzette, weil angeblich braucht man eine Pinzette dafür. Okay, ich schaue mal, ob ich das überhaupt filmen kann. Ich bin mir da nämlich nicht so sicher, ob das funktioniert. Zuerst versuche ich mal den Sticker runterzumachen. Und ich habe vergessen zu erwähnen vorher, ich verlinke euch den Post, weil ich habe das gespeichert. Unten mit diesen Depotten malen, falls euch das interessiert. Mit welchem Lidschatten fangen wir an? Einen, den ich nicht so wichtig finde, ist besser. Also wir versuchen mal den Sticker runterzubekommen, ne?
bisschen drüber halten. Im Blogpost steht nämlich, dass man es ein bisschen drüber halten soll. Ich halte es mal ein bisschen weiter runter. Dann kriegt man den Sticker leichter ab. So, ich probiere mal abzumachen. Das wird noch nichts. Da muss man noch. Warm ist er schon, aber. Es geht noch. Aha, es fängt schon an zum Braun werden. Seht ihr das? Moment, mal probieren, ob er jetzt abgeht. Das ist echt nervig. Ich glaube, den werde ich nicht abbekommen, den Sticker. Besser, ich schreibe mir den Namen auf. Ich habe es geschafft. So. Also es stinkt schon und es ist hier so ein bisschen abgefackelt. Aber das macht ja nichts. Hinten sieht es jetzt so aus. Moment. So, jetzt müssen wir das noch ein bisschen weiter abfackeln, dass wir den Lidschatten hinausbekommen. Angeblich soll man richtig aufpassen, weil es wird verdammt heiß. Das ist ein LE-Lidschatten, wie man noch an dem Deckel erkennt. Ich will auch versuchen, die Deckel aufzuheben, aber ich bin mir nicht sicher, ob das dann funktioniert. Gerade dabei, den Sticker zu lösen, aber das ist nicht so einfach. Beim anderen war es ein bisschen einfacher. Ich gehe mal aus dem Licht. Tada! Geschafft. Ein bisschen abgefackelt, aber okay. So, Hauptsache den Namen kann man noch sehen, den werdet ihr jetzt so nicht sehen, aber okay. Weiter geht's mit den Potten. Es ist auch schon ein kleines Loch drin, sehe ich gerade. Diesmal versuche ich ihn nicht ganz abzufackeln, weil sonst brennt man wieder das Pfännchen weg. So wie es da passiert ist, jetzt sieht man es gut. Aber es ist gar nicht so schwer, muss ich ehrlich zugeben. Es ist sehr einfach. Mini-Fazit, ich gehe aus dem Licht raus. Wenn man ihn nur so anfackeln lässt, ich halte ihn mal ins Licht, vielleicht sieht man das besser. Ja, nur so ein kleines Loch reinbrennt, kann man mit dem Zahnstocher, ja, voll logisch. Kann man mit der Pinzette genau hineinfahren in dieses Ting und Tings Puster und dann bekommt man schon raus. Na, passt. Ich habe einen Lidschatten getötet. Hat er nicht lang gebraucht, bis das passiert. Das war einer von Nivea. Ja, ja, ja. So ein Mist. Machen weiter mit P2. Jetzt bin ich gespannt, weil ich will den Sticker ja auch runter haben. Schauen wir mal, wie leicht das geht. Ging super. Das ist der P2-Kleber. Also dieser, ihr wisst schon, diese Dings. So sieht das aus. Ich bin ehrlich gesagt richtig begeistert und komme schon richtig in das Depotten rein. Ich krieg den nicht aus dem Pfännchen und der ist schon total ruiniert. Es ist schon ein bisschen draußen, aber ich kriege ihn einfach nicht raus. Mami.